Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2, das Remake mit mir, den Xtern und James. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier in der Apotheke stehen geblieben, da musste ich ja leider cutten. Und ich habe auch nochmal vom Speicherpunkt angefangen, weil ich ja aus Versehen die Injektion genommen habe und ja, damit wollte ich jetzt nicht weiterleben und deswegen habe ich vom Speicherpunkt nochmal angefangen, neu. Ja. Um halt ein bisschen sparsamer zu sein. Okay, hier komme ich noch nicht rein. Vielleicht sollte ich auch erstmal in Nellys Bar, weil ich glaube, ich soll hier noch gar nicht sein. Aber egal, ich gucke mich trotzdem erstmal um. Hier geht's schon mal nicht weiter. Eindeutig viel zu dunkel. Ja. Zimmer 4, okay. Ja. Dann gehe ich erstmal wieder runter. Was ich auch ein bisschen dumm finde, wo man die Waffe nicht in der Hand hält. Das sieht ein bisschen weird aus. So. Jetzt hat er sie in der Hand, aber dann steckt er sie irgendwann weg. Blöden Kakerlaken hier, ey. So, hier war noch eine Karte, oder? Die, nimm die mit. Soul Street Apartment. Okay, kann ich gar nicht mitnehmen. Oh, hier komme ich doch rein, oder? Ah, cool. Apartment 5 left his keys, say, okay. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Okay. Ja, und wo ist der Schlüssel? Ah, okay. Verstehe. So, wo war die 5? Klo musste auch mal wieder geputzt werden. Ja, die guten alten Fernseher. Da rumpelt's um.
Holy shit, das ist hoch. Ja, okay. Das wäre ja nichts für mich. Ja, Siggi! Und dann kam sie und wusch all meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt im Texas, dann gehen wir. Okay. Willst du da wirklich reinfassen? Das kennt man ja. Dafür hätte ich da nicht reingefasst. Für einen Jukebox-Knopf. Das ist echt gruselig. Aber auf die richtige Art und Weise gruselig. Shit, Alter. Oh. Heftig, 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 heftig. War nichts weiter, okay. So, ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Wir gucken mal eben auf die Karte. Da haben wir alles erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt endlich mal in die Bar. Aber war hier nicht noch ein Plattenladen? Ich gehe erstmal hoch in den Plattenladen. Den lasse ich erstmal in Ruhe. Ich bin auf jeden Fall immer noch sehr begeistert von dem Game. Nee. An denen laufe ich lieber vorbei, weil die geben dir einen Batz und dann bist du wieder auf Vorsicht. Das muss nicht sein. Da ist mir meine Energie zu schade für. Alter, wie viele Viecher sind denn hier? Das ist so ein Krabbel, so Krabbelfieber.
hoffe, der krabbelt mir nicht hinterher. Scheiß Auto, du. Ja, Siggi, auch noch zwei, Alter. Kommt mal schön raus hier. Soll ich mich jetzt echt mit zwei anlegen? Kommt raus hier, ihr Boah, da ist er. Nein, du kommst schön hierher. Komm hierher. Ja, komm bei dir hierher. Put, 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 put. Nein! Och, jetzt habe ich... schon wieder getrunken. Albträume lauern hinter der Tür, in der Dunkelheit erwacht. Ja, aber nochmal resette ich jetzt nicht. Jetzt nehme ich es wie ein Mann, Alter. Boah, das ist doch scheiße. Morgen geht ihr jetzt wieder da rein. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich muss mich mit denen anlegen. Mann, gibt er mir eine Kopfnuss! Unberechenbar, ja? Meine Hunde. Ist mir jetzt egal. Ein echt Dark Souls Style hier. Ja, schon bin ich wieder angehittet wegen dir. Arschloch! Ich hau dich kaputt, Alter. Ja, das ist voll dumm so mit der Medizin so. Vor allem, wenn du dann außer Sehen dir noch einen gibst, Alter, so. Lesen. Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult. Hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, alleine schon damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Was für ein Mongo. Dann ist er... wertlos rausgerannt und hat sie hier gelassen. Geht das wirklich, Schallplatten zu kleben und dann funktionieren die wieder? Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Nilis nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja ihnen. Okay. Aber geht das wirklich, eine Schallplatte zu kleben? Jetzt mal Real Talk. Also Schallplatten waren nicht meine Zeit. Meine Zeit waren Kassetten und CDs, aber... geht das wirklich? Kann mir das gar nicht vorstellen. Die Musik führt dich zurück zu den wunderschönen Momenten, die du verloren geglaubt hast. Hau ja alles kaputt. Ah, da ist doch was Schönes. Da soll mal einer sagen, Randale zahlt sich nicht aus. Guck mal, wie er sich hier reingeschmuggelt hat. Ah.
Ja. Mehr ist hier nicht. Nee, wenn er aufsteht, dann nicht. Da nehme ich lieber die Beine in der Hand. Und die krabbeln so, dann stören sie mich noch nicht mal. Aber wenn sie schlotzen und mir eine Kopfnuss geben, dann... Da habe ich Angst, dann nehme ich die Beine in der Hand. Hier war doch eine Lichtbar. Aha! Der lange Heimweg. Finde ich aber cool, dass man damit so interagieren muss. Hallo? I see. Spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Thank you.
Schlüssel zu Nelis Bar. Es war gerade eine sehr schöne Sequenz. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heult. Er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte, aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drinne, aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Ach, der Idiot. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt an der Soul Street neben der Apotheke, Apartment 9. Oh, Apartment 9, da war... Müssen wir da auch nochmal hin? Hallo? Jetzt. Ja, ich bin begeistert, definitiv. Ich will noch gar nicht klettern. Ich will noch nicht. Hallo, ich wollte mich da noch gerne umgucken. Ach komm. Ich habe bestimmt was verpasst. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In diesem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen. Also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, er ist der türkisgrüne mit dem Kennzeichen, auf das auf 06 endet. Okay. War da nicht auch noch so ein Code irgendwie? Da war da noch so ein Zahlenschloss. Free Chorus 606 Chris de Cree so eins 606 merken wir uns mal 1606. Ich mach mal mit dem. Ah, oh, jetzt hab ich. Kree. Oder C. O. R.
Ja, da war ja noch so ein Schloss. Jetzt weiß ich bloß gar nicht mehr, wo die Tür war. Das wird jetzt gleich auch nochmal lustig, die zu finden. Sei denn, sie ist markiert. Da war der Speicherpunkt da, Fragezeichen. Da muss noch was sein. Ist aber, glaube ich, nicht das, was wir gesucht haben. Ey. So, hier muss aber jetzt noch irgendwo was sein. Hier ist nämlich ein Fragezeichen. Aha. Okay. Das war krass. Oh, Alter, was ist denn jetzt hier los? Speichern. Ich habe Angst. Ich glaube, hier geht es nämlich gleich rund, Alter. Ich glaube, hier kommt gleich die Bad World. Ja, Leute, und an der Stelle mache ich einen Cut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Würde ich mich mega freuen, war. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Bis zum nächsten Mal, euer Xian.